Yo YouTube, was geht ab? Ich habe, glaube ich, wirklich die geilste Waffenkombi in Warzone 2 gefunden. Und zwar die Castor 545. Also nicht mal die 762, die man am Anfang von Warzone 2 gespielt hat, sondern wirklich die Castor 545. Die Waffe ist ein unglaublicher Beamer. Sie macht nicht super viel Damage, aber der Beam dafür ist krank. Also so ein Riesenlaser. Und die Waffe habe ich zusammen mit der Basilisk und Snakeshot Muni gespielt. Nicht in Akimbo, wie man sie auch am Anfang von Warzone 2 gespielt hat, sondern tatsächlich als Einzelwaffe. Das war original eigentlich eine Sub-Wette. Das heißt, ich habe 15 Kills für, ich glaube, 15 Subs machen müssen. Im Endeffekt sind es dann aber tatsächlich 33 Kills geworden. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, war aber super krass. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Lasst gerne ein Like, Kommentar und ein Abo da. Schaut gerne auf Twitch vorbei, dort bin ich täglich ab 13 Uhr live. Let's go. Moin, Bit, was geht? Ich sag einfach nur noch Bit. Ja, die Brille aus Sehstärke meine nicht, aber die kann man auch mit Sehstärke bestellen tatsächlich. Warte, Feuergefecht ist noch immer nicht drinnen in MP2? Warum ist Feuergefecht immer noch nicht drinnen? Das kann ja gar nicht sein. Achso, auch MP2, ja. Ich finde, es müsste Feuergefecht Ranked geben. Wie geil wäre das? Feuergefecht Ranked. Das will ich spielen. So 2v2 und dann mit irgendeinem Sweat 2v2 machen? Das wäre schon geil. Das wäre ein Kracher. Wird, dass man Pistolen nicht am Shop kaufen kann, ja. Das macht mir gerade einen Strich durch die Rechnung. So, 2 Kills haben wir, Chat. 2 Kills haben wir mit den Waffen. Oder waren jetzt 2, oder? Ja. Be advised, Intel has located multiple strongholds. Ich glaube, ich scheiße auf den. Bevor ich den jetzt suche und mit der MP7 kill, mache ich lieber einfach Stronghold. Okay, 5 haben wir, 5 haben wir, Chat. Deine Wassergekühlte nicht übel nervig? Warum sollte es nervig sein? Was machst du? Ist alles noch ohne VPN, by the way. Ist alles noch ohne VPN. Also ich habe den VPN noch nicht angeschmissen für heute. Der ist noch raus. Ich habe den Crossbow, glaube ich, nicht, Lukas. Ich weiß nicht, ob es der Account hat. Auf meinem Account habe ich es nämlich safe nicht. So viel kann ich dir sagen. Ich weiß nicht, ob Flinke dieses Account den hat. Sie sind definitiv einfacher als normale Lobbys, Sir Scholli. So viel kann ich dir sagen. Ich muss 15 Kills mit der Waffenkombi machen. Für 15 Subgifts. Haben die sich gegenseitig gekillt? Ich glaube nämlich fast. Nicht so lecker. Weil ich sehe hier nur Leichen, keine echten, keine lebendigen Gegner. Naja, da liegt doch Geld, der wurde auch noch nicht gelootet. Ja, ja. Schade. That's fine though, that's fine. Und wir sind jetzt gerade auf 11. 11 Kills mit der Waffenkombi, weil es zählt ja erst ab dem Moment, wo ich Loadout habe. Jetzt sind wir auf 11 Kills.
Und plus 5 für einen Win. Safety, safe, das darf ich auch nicht vergessen. Das heißt, wir müssen gleich auf Win spielen, wenn es soweit ist. Wenn es hoffentlich soweit ist, I guess. Coole Lobby. Nee, ehrlich. Danke für die Lobby, Activision. Ich küsse euer Herz, dass ich jetzt so eine Lobby bekomme. Wirklich, ich küsse euer Herz. Vorhin war Nessle. Davor hatte ich ja die größte Geek-Lobby. Ich wurde gerade so belohnt. Ich finde, es geht voll klar, Knackes, finde ich. Der Damage. Waffe beamt halt echt gut. Damage könnte auf jeden Fall besser sein, aber ist nicht schlecht. Also ist ehrlich nicht schlecht. Unerwarteterweise. Ich dachte eigentlich, dass die Waffe ziemlich ass sein wird. Aber. Danke, ich hab dir gerade den Steppenmann. Ein Kill noch. Ah ja, safe. Ein Kill noch. Let's go. Ein Kill noch. Oh ja. Oh ja, let's go, Chat. Racha. Oh, noch was. Komm her, Mäuschen. Mal down gehen jetzt. So, jetzt müssen wir noch einen Win holen, okay? Jetzt müssen wir noch einen Win holen. Hey. Oh mein Gott, Feuermann. Jetzt müssen wir noch einen Win holen. Let's go, Schuchi. Freut mich doch sehr. Wichtig und richtig. Freut mich sehr, dass die Brille gefällt. So muss das. Ich bin auch unendlicher Fan. Und das war ich auch, bevor ich mit denen gepartnert war, weißt du? Deswegen, ja. Riesen Empfehlung, so eine Brille. Schon absolutes Blessing. Kelbora. ME-Pistole und Points. Deswegen spiele ich die normal nie. Ich weiß ja, dass die gut ist, diese Ich weiß ja, dass die gut ist, diese Basilisk mit Snake Shot. In Nicht-Akimbo weiß ich ja, dass die gut ist. Aber ich hit damit der so schlecht. Also ich bin ehrlich irgendwie schlecht mit der, deswegen spiele ich die normal nie. Aber fühlt sich gut an gerade. Oh mein Gott, was war das? Sogar eine 20, let's go. Prozent Aim Software verzieht einfach nicht. Hä? Ja gut. Aim Software kann man schon mal mit 4000 Spielstunden in Warzone 2 verwechseln. Kann man schon mal machen. Und davor auch jahrelang CSGO, aber hey, kann man schon mal verwechseln. Bin ehrlich. Da besteht die Verwechslungsgefahr. Besteht schon.
dem Loadout, eine 30er. Schon gut ankommen, denke ich. Ich würde ein Like da lassen, ehrlich? Ja gut, dann müssen wir das Saving-YouTube-Video machen. Freut mich sehr, Cat. Ist das ein Gegner da oben? Oh mein Gott, das ist ein Gegner da oben. Oh mein Gott, das ist ein Gegner da oben. Ich möchte wiederholen, das ist eine ganz normale Lobby-Chat, ja? Das ist ohne VPN, ohne allem. Krasse Lobby. Also die ist ja unendlich bläst. Krasser Scheiß. Ja, auch schon lange nicht mehr. Warte. Dachte mir fast. Nicht reporten, bitte, nicht reporten. Nicht reporten, ausnahmsweise. Let's go, Traumrunde, Kracher, absolute Traumrunde, was war das jetzt, waren das 33 Kills, geil, let's go, abo, mit so einem Loadout, Junge, was ist denn da gerade passiert, aber das waren komplette Übergeeks am Ende noch. Let's go, sehr geil, nehmen wir mit, ja, nehmen wir mit. Stecken wir ein und bedanken wir uns.